Hallo und herzlich willkommen bei den Haas-Steuernachrichten. Heute mit folgenden Themen. Erstens, BfH urteilt zur doppelten Besteuerung von Renten. Zweitens, Hundezüchter können Unternehmer sein. Und außerdem, Übergangsfrist für Sachbezüge bei Gutscheinen und Geldkarten. Werden Rentner doppelt zur Kasse gebeten? Der BfH hat einige Streitfragen zum Problem der sogenannten doppelten Rentenbesteuerung geklärt. Er hat über die Behandlung von Leistungen aus der freiwilligen Höherversicherung zur gesetzlichen Altersrente entschieden. Die sind als Teil der Rente mit den regulären Rentenbezügen zu versteuern. Die sogenannte Öffnungsklausel ist nur auf Antrag des Steuerpflichtigen und nicht von Amts wegen anzuwenden. Außerdem hat der BfH klargestellt, dass es bei Renten aus privaten Kapitalanlageprodukten außerhalb der Basisversorgung, also sogenannten privaten Renten, die nur mit dem jeweiligen Ertragsanteil besteuert werden, systembedingt keine Doppelbesteuerung geben kann. Ist ein Hundezüchter umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer? Dazu hat das Finanzgericht Münster Stellung genommen. Im Streitfall hatte eine Hundezüchterin Hunde einer bestimmten Rasse in ihrem Privathaus gezüchtet und unter anderem auf einer Homepage zum Verkauf angeboten. Sie ist Mitglied des Verbands Deutscher Hundezüchter. Deswegen hat die Züchterin gewisse Zuchtregularien zu beachten. Durch die Hundeverkäufe hat die Züchterin Erlöse oberhalb der Kleinunternehmergrenze erzielt. Daraufhin hat das Finanzamt Umsatzsteuer festgesetzt. Damit war die Züchterin nicht einverstanden. Sie hat darauf hingewiesen, dass die Hundezucht ertragsteuerlich Liebhaberei darstellt. Nach Auffassung des Finanzgerichts Münster ist die Hundezüchterin umsatzsteuerpflichtige Unternehmerin. Sie hat eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von § 2 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz ausgeübt, sich am allgemeinen Markt beteiligt und mit den Verkäufen die Grenze zur privaten Vermögensverwaltung überschritten. Beim BfH ist nicht Zulassungsbeschwerde gegen dieses Urteil anhängig. Sachbezüge bis zu 44 Euro im Monat, wie zum Beispiel Tankgutscheine, sind ein beliebtes Gehaltsextra. Die Abgrenzung zwischen Geldleistungen und Sachbezügen wurde zum 01.01.2020 bekanntlich neu geregelt. Um als Sachbezug zu gelten, müssen Gutscheine und Geldkarten ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen berechtigen und die Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfüllen. Was genau darunter zu verstehen war, hat in der Praxis zu Rechtsunsicherheiten geführt. Mit über einem Jahr Verspätung ist jetzt das für Anfang 2020 angekündigte BMF-Schreiben ergangen. Wie nicht anders zu erwarten, gewährt die Finanzverwaltung eine Übergangsfrist. Gutscheine und Geldkarten müssen erst ab dem 01.01.2022 die entsprechenden Voraussetzungen des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfüllen, um weiterhin als Sachbezug gelten zu können. Das war's für heute. Weitere interessante Themen finden Sie auf Instagram, Facebook und Twitter. Die Steuernachrichten haben Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie gerne hier unten unseren YouTube-Kanal. Das erste Thema finden Sie noch einmal ausführlich hier oben in der Infobox. Bleiben Sie gesund, tschüss und bis zum nächsten Mal.